Servus und willkommen zu Forts im 2 gegen 2. Wie ihr seht, wir sind nicht im Liveplay, wir sind hier in einem Cast, in einem Replay. Und das gute Replay kommt hier von Baumi, links oben mit Klau alles in einem Team. Linke Seite mit Warzenschwein, ihr kennt Warzenschwein. Der gute Commander sorgt dafür, dass einfach alle Waffen, die T2 sind und Nukes, eben mehr scheppern und auch ein bisschen schneller durchschlagen und einen höheren, ja, mehr Winkel haben eigentlich. Und hier bei Heulsuse und Benzi, ja, ganz klassisch, Pinchfist. Ich glaube, da muss ich nicht viel zu erwähnen. Wir haben hier bei Heulsuse, sag mal, kreativ gebaut. Die Dinger dürften vielleicht gehemmt sein. Ja, muss er hier umbauen. Aber dann ist das hier solide. Bei Benzi ganz klassisch hier mit den Backturbines, 3 Windturbinen. Okay. Das kann mir einer erklären, der Pinchfist spielt. Wir haben bei Baumi hier 4 Minen, eine Windturbine, Setup für die zweite Windturbine, die T1 läuft. Ja, oben kommt ein Sniper, hier der Platz für die T2 und unten bei Klau alles erstmal schön Economy, 5 Minen geprügelt, 2 Windturbinen und jetzt kommt hier die T1. Ja, das sieht für mich nach dem üblichen Playstyle aus, den auch wir an den Tag legen. Ohne den Sniper da oben bei Benzi hier. 5 Minen rausgeprügelt, 3 Windturbinen, Upgrade Center und die Werkstatt. Also von daher sieht hier auch grundsolide aus. Wird hier verkauft, kann er sich als Pinchfist leisten. Weil ganz ehrlich, er bekommt das Metall zurück und Energie bekommt er eh mehr als genug. Er hat keine Waffen, von daher gar kein Stress. Bei Heulsuse kommt bereits die T2 und jetzt die 4. Mine. Geht er eher straight up auf die Laser. Und hier ist Baume jetzt dran auf den Windturbine von Heulsuse und der peilt das nicht. Der peilt das gerade gar nicht und gleich ist die Windturbine weg. Ja, die raucht ordentlich und wird nicht repariert. Okay. Ja, das war eine Windturbine vom Sniper geholt. Das ist auf jeden Fall worth, weil Windturbine ist halt immer eklig, wenn sie angegriffen werden. Gerade bei Abyss und so weiter geht es ja so easy und bei Baum hier oben geht auch auf die Fabrik. Das heißt, Laser, Fire, Plasma ist alles vorbereitet von den Storages. 3 Windturbinen, 5 Minen und unten bei Klau alles. Ja, da haben wir die Swarms sitzen. Aber noch kein Upgrade Center, okay. Ich denke mal hier, die Idee ist, Firebeam, Cover, vielleicht auch Smoke. Und dann hier mit den Nukes einfach mal richtig schön drüben aufs Fressbrett geben. Heulsuse hier im Hard-Modus, nur mit 4 Minen. Die T2 ist fertig. Kam aber bislang nicht dazu. Irgendwas zu blazen von der Ressourcenseite, fehlt ihm halt noch ein bisschen Energie für der Plasma Beam, aber ansonsten. Und bei Benzi hier oben, ja, der hat die ersten Minen geupgradet, baut sich hier jetzt nach oben wahrscheinlich. Ja. Ja, sieht gut aus. Und bei dem Spot hier oben, wie ich aus einem Game auch gelernt habe, gegen Salzi und Steffen, das ist ein richtig geiler Haugi-Spot. Man muss nur aufpassen, dass man nicht von unten reingesägt kriegt. Ansonsten ist das echt ein grundsolider Spot für ein Howie. Bei Heulsuse sind ja auch die Swarms jetzt im Aufbau. Jetzt kommt hier noch ein bisschen Stability Tech. Ja, man will die Vorlong hier reinkriegen. Upgrade Center läuft, die T1 ist verkauft. Man hat, was man wollte. Das heißt, jetzt die Nukes rausprügeln und die Laser. Und bei Benzi, da kommt der Howie. Riskant. Ich hätte diese Strebe angesägt, weil man sieht immer von unten, okay, Hintergrundholz, da steht nichts drauf. Vordergrundholz, da steht was drauf. Aber, ja, da ist die falsche T1 am Start. Man könnte mit dem Sniper aber mal antesten, weil man kann ja auch von hier unten den Howie pieksen. Das würde dafür sorgen, dass Benzi seine APM woanders da konzentrieren muss, aber er baut schon gerade zu. Von daher, nevermind. Ich habe nichts gesagt. Wir haben hier bei Baumi noch eine EMP. Fire Plasma Beam, da fliegen die ersten Swarms. Ja, aber kein Schaden. Rein gar nichts zu holen. Bei Benzi hier so ein AP-Sniper, das wäre knackig. Das könnt ihr euch fürs Ranked merken. Wenn euer Gegner Backturbines baut auf Stalaktiten und ihr seht nur die Metallschicht hier vorne. Das ist alles Hintergrundholz, weil ansonsten drehen sich die nämlich nicht. Einfach mit dem AP-Sniper mal reinpieksen oder mit AP-Minigunnern und das macht auf jeden Fall Spaß. Hier sind beide Nukes im Aufbau und da drüben sind auch 2 Nukes im Aufbau. Heulsuse muss sich selbst covern, verkauft hier Erzlager und Batterien. Ja, okay, hat gelernt, dass er auch schwer spielt.
Ja, die EMP kommt, nimmt zwei Minen raus. Das da oben wäre wichtiger gewesen von Baumi. Also von Baumi, das bei Benzi rauszunehmen. Aber, nächster Versuch. Ja, drunter durchgeschlängelt. Schade. Und gleich sind hier drüben zwei Howies bei Benzi ready. Und wir haben hier drüben keine Anti-Air. Klar, der Plasma-Beam kann theoretisch einen Howie rausnehmen. Aber das war es auch schon. Nur theoretisch. Und, ja, das Ganze hält. Ja, ist eine grundsolide Verteidigung. Da kommt die EMP diesmal höher. Ja, und nimmt die beiden Howies raus im Baum. Das verschafft Baumi viel Zeit, weil er hat quasi keine Defense, um sich gegen die Howies zu schützen. Er muss weiter deaktivieren, genau, immer schön weiter drauf. Ja, das verzögert das Ganze. Und von hier unten, ja, da kommen Gunner. Ich wollte gerade sagen, da müsste Heulsuse 1, 2 Gunner installieren. Und Benzi vielleicht auch. Weil ansonsten werden die Howies nicht fertig, aber Baumi hat nicht die APM. Der erste Howie ist ready und wir haben drüben, ja, wir haben da eine Shotgun von Klau alles. Die kann aber nur Baumi beschützen, aber mit einem Dropshot. Mal schauen. Aber auf jeden Fall, die Shotgun hier ist gut mitgedacht, aber nur für Baumi aktuell. Da ist der erste Gunner. Das sind zwei Gunner und die sind komplett betrunken. Treffen gar nichts. Beide Howies wird deaktiviert. Schöne Tiny Doors von Benzi. Sehr schön gebaut. Und da kommen die beiden Nukes. Okay. Defense ist da. Firebeam covered. Oh, scheiße. Und da hat es beide Howies zerrissen. Hier noch der Plasma Beam mit der aktiven von Warthog. Und Benzi ist nackt. Da kommen die Nukes aber als Gegenantwort. Und eine Anti-Air. Ja, Shotgun verfehlt. Baumi ist hier nackt. 1% Core Damage, aber keine Waffen. Klau alles. Bekannte Plasma auf dem Deckel. Ja, okay. Benzi hat zwar seine Howies verloren, aber seht euch die Ressourcen an. Der hat den gleich wieder. Und wir haben hier, ja, drei Gunner, die eventuell in der Kneipe waren. Na, konnten beide nichts rausnehmen. Der Schaden, das Flash Damage war da, aber es ist verkraftbar. Also von daher, schön gebaut von Heulsuse. Chapeau. Ja, ein schönes kleines Treppchen. Ja, okay, manchmal ein bisschen betrunken, aber bei der Nuke, wo es wichtig war, haben sie ihren Einsatz gegeben und gezeigt. Hier, die Flak war das? Oder waren das Rockets? Ich glaube, war eine Flak. Rausgenommen. Oh, Heulsuse mit einer schönen Gürteltür-Tür. Gürteltier-Tür. Eine Gürteltür-Tür. Genau. Schön groß und unauffällig. Da kommen die Rockets, aber zwei Gunner von Benzi sind auch am Start. Baumi holt sein Plasma wieder raus und noch eine Flak. Okay. Auch schönes Setup. Ich denke mal, das ist nur für die Nukes. Denn Hau. Ja, gut. Da. Die Howies da oben bei Benzi. Die hat ja auch gar keine auf dem Schirm. Aber guckt euch das an. Das ist wunderbar gemacht, die Gunner. Die sind richtig herrlich im Holz verbaut. Das ist richtig geil. Also, das ist Force, wie es sein soll. Das ist eine effektive Verteidigung. Und das war ein böswilliger Minigunner. Sogar den da hinten, aber. Da, da, da und da der Gunner noch. Das ist eine richtig starke Defense. Also von Benzi richtig geil gemacht. Da kommen die Nukes. Oh, beide angehittet. Ah, beide komplett drunken. Aber hier bei Heulsuse das Fundament ein bisschen weggenommen. Die EMP triggert nochmal die Anti-Air. Der Minigunner holt den letzten Gunner da oben raus. Aber der Haube hier oben bei Benzi, den hat keiner hier drüben irgendwie auf dem Schirm. Ja, gut. Da ist eine Shotgun und drei Flaks. Aber da sind auch zwei Nukes. Benzi hovert auf seinem Howie. Der ist ready. Da kommen die Nukes. Oh, und? Ja, schön. Eine kommt durch. Die Gegenantwort. Okay, die Gunner sind komplett drunken. Aber die Sandsäcke von Heulsuse verhindern das Schlimmste. Der Howie kommt. Kommt durch. Oh, schön getrennt. Aber die Nuke im Gegenzug. Ja, rausgenommen. Hier oben schön bei Baumi rein. Das da oben weggenommen. Hat Glück. So ein Haube hier oben rein. Ohne Stability Tag und ohne alles. Sorgt eigentlich dafür, dass GG ist. Und auf der Map muss man dran denken. Wenn die Top Base fällt, dann fällt die auf die Bottom Base. Das heißt, die Top Base ist in der Regel Fokus Nummer 1. Hier kommt die Nuke. Schön gecovert. Ah, aber trotzdem. Die kam nett durch.
Da bin ich auch immer ein bisschen irritiert, aber die Schüsse, die gehen noch so ein bisschen durch den Feuerriemen durch. Und so konnten die Gunners rausnehmen. Hier kommen die Howie. Oh, und wieder auf die kritische Stelle. Baumi ist hier Gott sei Dank gut aufgestellt, aber das frisst Ressourcen. Ihr seht, Metall ist bei Baumi quasi nicht vorhanden. Er hat nur Energie. Also Baumi muss gerade leiden, aber Benzi hat alles recht, Baumi leiden zu lassen. Oh, die nächste Nuke. Aber leider nicht satt getroffen, weil Benzi hat ja schon zwei Howies verloren und eingebüßt. Von daher, der weiß, wie man es zurückkämpft. Und hier kommen, ja, nochmal zwei 20s. Das gefällt mir sehr gut. Und vor allen Dingen die unauffälligen Tiny Doors. Der Howie ist ready. Und konsequent weigert sich Baumi. Oh, böse. Irgendwie Gunner zu bauen. Oh, hier kommen die Nukes. Oh, und zerreißen alles. Zerreißen alles bei Benzi wieder. Außer der Howie, der steht noch. Ja, aber seine Ressourcen sind sehr, sehr gut. Der Plasma hier unten rein, das wäre Kill gewesen. Die Nukes kommen hin und her. Links und rechts, rechts und links. Ja, Minigunner noch ein Gruß. Es kam nichts durch. Baumi verbindet sich nicht nach oben. Was macht er denn? Da kommt die nächste Howie-Shot. Ist hier unten irgendwas? Ah, nur Firebeam. Aber könnte man auch draufhalten. Oh, das ist offen. Das ist offen. Oh, der Hit hat getroffen. Baumi hier jetzt im schweren Spielmodus. Ohne Türen. Oh, das könnte Benzi eigentlich so easy punishen. Oh, die Anti-Air da unten ist auch gut besoffen. Ja. Okay, nochmal viele Woodspam bei Benzi weg. Und der baut sich den nächsten Howie. Mit dem Sniper. Richtig, richtig ekliger Plasma-Beam von Baumi. Oh, Bastos, Nukes. Oh, die taumelt. Ah, aber die Flak, die regelt. Jetzt hier von Klau alles noch Bastos auf Benzi oben drauf. Oh, die Nuke wird vorbereitet, also geschossen. Firebeam ist ready. Oh, schön reingekattet. Da fallen die Howies runter und beide gehen raus. GG an Baumi und Klau alles. Richtig geil, aber wir wollen uns das nochmal angucken, weil das Double KO hier ging ein bisschen schnell. Also was ist mit den Howies passiert? Was ist mit den Howies passiert? Da kamen die Buster, okay. Da sind die Nukes gepaintet. Da kam der Howie-Shot. Die Buster oder was? Da kommt die Buster rein und ja, die Buster sorgt dafür, dass alles kollabiert. Dann fällt der Mist runter, holt die Batterie bei Heulsuse. Ah, und gleichzeitig der Plasma-Beam von Baumi auf Benzi. Chapeau an Team 1, richtig, richtig stark gespielt. Aber auch an Team 2. Ich ziehe meinen Hut, es war richtig geil gemacht. Heulsuse, deine Gunner da unten waren Zucker. Die Nukes waren wirklich schön mit Hass auf den Punkt gebracht. Und Benzi, die einfach eiskalt durchgezogenen vier Howies. Geil. Wenn es euch gefallen hat, denkt dran, liken, kommentieren, abonnieren. Und ich würde sagen, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.